Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich kleine Anhänger mit Schrumpffolie anhand von Clear Stamps und Permanentmarkern mache. Und zwar braucht ihr dafür solche Permanentmarker. Meine sind von Ideen mit Herz. Ich habe mir jetzt hier so einen Stanzer genommen, eine Blume. Ja, die ist auch von Ideen mit Herz. Damit wollte ich das gerne ausstanzen. Ihr könnt natürlich auch jede Art von anderen Stanzer nehmen. Dann habe ich diese Clear Stamps, die habe ich mal bei Action bekommen. Dann brauche ich meinen Acrylblock für die Clear Stamps drauf zu machen. Und natürlich so Schrumpffolie. Schrumpffolie habe ich bei VBS bestellt, gibt es aber auch in jedem Bastelladen. So, dann fangen wir mal an, ein bisschen beiseite. Ich fange dann immer wie folgt an. Ich stanze mir zuerst das Teil aus, was ich dann auch anschließend bemalen will. Macht man das umgekehrt, habe ich hier schon einmal gemacht. Erst gestempelt, dann habe ich dann festgestellt, das ist zu nah am Rand dran, dann passt das mit meiner Stanze nicht mehr. Die muss ich jetzt gleich mit der Schere dann ausschneiden. Also gehe ich immer zuerst hin und stanze mir zuerst das aus, was ich haben möchte. Das mache ich jetzt mal. So. Oh, das war nichts. Vielleicht sollte man den ganz reinschieben. Nochmal. Jetzt aber. Jawohl. So. Dann habe ich mir hier so eine Blume ausgestanzt. Dann gehe ich hin, nehme mir meinen Acrylblock, mache mir meinen Stempel drauf, den ich machen will. In diesem Fall den kleinen Teddybär. Gehe dann hin, nehme meine Stempelfarbe. Ich habe jetzt hier so von Color Arts. Die habe ich mir letztes Jahr mal auf der Kreativa mitgebracht. Die klappt ganz gut. So, dann gehe ich überall gleichmäßig damit drauf. Schön überall Farbe verteilen. So. Und danach drücke ich das Ganze auf mein ausgestanztes Teil. Einmal direkt drauf, gut nachdrücken und abmachen. So. Dann sieht das so einmal aus. Das Ganze lasse ich dann immer so 2 Stunden trocknen. Das hängt aber von der Stempelfarbe ab, die ihr nutzt. Ich lasse auf jeden Fall trocknen. Ich habe aber schon mal was vorbereitet. Hier ist schon mal ein getrocknetes, was ich schon mal angefangen habe. Und zwar gehe ich danach hin, suche mir Farben aus, Permanentmarker nehme ich dann und fange an, das nach meinem Geschmack halt auszumalen, die einzelnen Teile. Ich zeige das hier nur mal kurz, hier und hier. So, das macht ihr praktisch jetzt mit dem ganzen Bild, wie euch das gefällt. Ja, so, ich zeige das mal, was ich hier schon vorbereitet habe, zum Beispiel diese Eule. Wichtig ist wohl, dass ihr die raue Seite nehmt. Ne? Die muss dann bestempelt und bemalt werden. Oder hier so eins habe ich noch gemacht. So, und dann schneide ich mir auch noch eben diese hier aus. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt. Ich lasse das wohl auch noch einige Zeit immer trocknen, ne, damit nichts verschmieren kann. So, bis gleich. Ich habe mir diese dann hier noch ausgeschnitten. Ne. Okay, sind jetzt nicht ganz so schön wie mit den Blumen. Wie gesagt, trocknen lassen in der Zeit, wo ihr ausschneidet und trocknen, das könnt ihr schon mal den Backofen vorheizen. Bei mir muss es 140 Grad sein, laut Hersteller. So. Und dann mache ich mir hier noch so Löcher rein. Ich will die Sachen ja nachher aufhängen.
eine Öse dran machen, entweder als Schlüsselanhänger oder was ich mir schon überlegt habe, man kann auch kleine Ohrringe daraus machen, wenn man zwei Sachen gleichzeitig hat. So, dazu nehme ich mir ein Locher, versuche jetzt ungefähr eine schöne Stelle zu treffen. Jawohl, mache ich einfach überall Löcher rein. Okay. Gut, das ist jetzt ein bisschen durch den Kopf, aber das geht nun mal nicht anders. So. Okay, auch hier. Und noch ein. Machen wir das hier am besten, ne? Noch ein letztes. Jawohl. So. Und die kommen jetzt bei 140 Grad, wie gesagt, in den Backofen. So, ich habe euch jetzt mittlerweile mal mit zu meinem Backofen genommen. Ja, und dann lege ich die jetzt einfach so hinein und warten wir mal ab, was passiert. Okay, noch tut sich nichts. So, jetzt bäumen sich schon die ersten auf. Sieht erst etwas komisch aus, noch da ganz hinten der. Aber das wird. Fangen sie langsam an zu schrumpfen. Zuerst kriegt man Panik, vor allen Dingen, was wird aus denen. Warten, bis es wieder ganz gerade ist und zu Ende geschrumpft. So, ich habe sie dann mal rausgeholt. Die sind dann ganz hart. Ne? So sehen sie von hinten aus. Nur ganz nett geworden. Ne? Also so mache ich das immer mit Stempeln und halt Schrumpffolie. Ne? Ist natürlich ausbaufähig. Kann man jetzt Schlüsselanhänger von machen oder so kleine Anhänger fürs Handy oder wie auch immer. Vielleicht, wenn man noch kleinere Vorlagen nimmt, dann geht das vielleicht auch für Ohrringe, wie gesagt. Okay, viel Spaß beim Nachmachen und wenn euch mein Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch.